So, willkommen zu dem schon angekündigten zweiten Part meiner Rubrik, warum ich jetzt nicht mehr so oft Yu-Gi-Oh! Videos mache. Und das ist verdammt scheiße. okay. Ja, ich muss zugeben, diese Hand ist gerade ziemlich bescheiden. Weil ich habe kein Monster. Die Yang Zings leben von ihren Monstern. Und ich habe keine. Insofern, ja. Sylvan, ja, mach nur. Der interessiert mich jetzt weniger. Das Ding interessiert mich jetzt auch noch nicht. So, jetzt kann ich das Feld erstmal weghauen. So, jetzt wäre ein Monster ziemlich geil. Damit meinte ich ein Monster, das ich beschwören kann. Meine Güte. Ich halt echt keine Monster habe. Verdammt. Da kommt nochmal das Ding. Und nochmal mache ich nichts. Da greift mich ja Warn, okay. Greife ich halt an. Nö, stört mich nicht. 800 Schaden, also bitte. Nope. Alles kein Problem. So, jetzt. Immerhin ein Monster. Ah, keins, mit dem ich angreifen kann. Aber eins, was einiges aushält zumindest. Plus, damit kann ich jetzt einiges machen. Und er verliert mehr Lebenspunkte als ich bisher. So. Und nun? Ich könnte jetzt opfern, um ihn beschwören. Ich habe ehrlich gesagt, seitdem ich dieses Deck habe und ich benutze es auf Deathcrow ja auch, habe ich noch nie dieses Monster beschworen, dem ich ein Monster geopfert habe. Heute wird es das erste Mal. Und wir greifen einfach mal an. Wow, echt? Warte mal, wenn ich das jetzt verdoppelt hätte. Achso, okay. Cool, dass er da nichts gegen gemacht hat. Ich hätte ihm jetzt rein theoretisch nochmal 2200 mehr abziehen können, dann wäre er gestorben. Ich hätte sogar noch mehr Plusse gekriegt. Aber ich will erstmal sehen, was er denn noch macht. Die Karten kann man, will ich nicht so unbedingt einfach rausschmeißen. Okay. Damit kann er aber nicht normal beschwören oder setzen. Das heißt, er bekommt jetzt den Effekt. Das stört mich auch noch nicht. Durch ihn kann er ein Monster auf dem Feld anvisieren und vernichten. Nur wenn er das macht, hat er den Nachteil, dass dann zwei neue Drachen kommen. Oder Worms, sind sie ja in dem Fall. Ja, ihn Breakthrough zu skillen macht überhaupt nichts. Und er Lost Connection. Ja, ich mache einfach noch ein Duell, dann ist es besser zu zeigen. Fakt wäre, ich hätte jetzt noch zwei neue Karten bekommen. Und von da aus hätte er nicht mehr viel machen können. Gehe ich mal davon aus zumindest. Und ich hätte immer mehr Karten und immer mehr Karten und immer mehr Karten und immer mehr Karten und immer mehr Karten bekommen. So. Da haben wir auch schon diese Karte, die ich beim letzten Mal gemeint habe mit Soul Charge. Diese Karte. Ich hasse sie. Ernsthaft, ich hasse sie. Mehr, nicht weniger. Dümmste Karte, wo gibt. Dass sowas überhaupt erfunden wird. Also ich habe mal in Dueling Network einfach nur aus Jux dann ein Deck gemacht mit den ägyptischen Göttern und Rakti. Weil du kannst Obelisk und Slife aus dem Friedhof beschwören, dann beschwörst du halt noch drei andere Monster, opferst die für Ra und dann hast du Rakti. Schön. Am besten noch mit Traps dann. Das ist halt Schwachsinn, du kannst halt wirklich jedes Monster aus deinem Friedhof beschwören für 1000 Lebenspunkte. Jedes. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht.
Das ist ein Battling Boxer XYZ. Warum setzt du das Vieh überhaupt? Verstehe ich nicht. Ja, da kommt XYZ. Ein Face auf XYZ, wenn du das kontrollierst. 4200. Okay. Ja. Das ist halt der Nachteil, wenn man auf Yu-Gi-Oh! Pro spielt, weil da hauen einfach die Leute ab. Vor allem in Unranked. Rein theoretisch kann ich das Deck ja auch in Dueling Network spielen. Ich möchte das jetzt aber allerdings mal nicht machen. Aber in Dueling Network kommt es dann auch immer mal wieder vor, dass man sich über irgendwelche Regeln beschwert oder was auch immer. Hier läuft das dann wenigstens einfach automatisch ab. Das ist zum Aufnehmen einfach besser. So. Er beginnt. Ich anscheinend. Ja, dann aktivieren wir gleich mal das. Nein, aktivieren das nicht noch zusätzlich, sondern setzen das und dich. So, da haben wir auch schon wieder Soul Charge. Die Karte verfolgt mich jetzt. Weil ich lieber meine Fallenkarte hätte. Die ich vorhin hatte, da wo ich noch ein Monster beschwören kann. Das ist die dauerhafte. Die ich aktiviert habe und dann nicht mehr zu irgendwas kam. Ja, okay, dann nehmen die halt mein Monster. Schau, was es ist. Und sei glücklich. Yeah. Synchro. XYZ. Irgendwas. Damit nicht. Damit schon. So, und damit kann er dann auch nochmal eine Karte ziehen. Ah, er greift erstmal an. Wird er wahrscheinlich Utopia spielen? Fragezeichen. Wäre zumindest auch wieder eine Überlegung. Weil der hat nur 2500. Und, ja. So macht er da natürlich mehr Schaden, nämlich 300 mehr. Ne, 200. Ist ja 7. 2, 7. So, die zwei. Ne, Feral Imp. Okay, damit holt er sich jetzt das Chamäleon. Oder? Muss er das nicht auch zeigen? Achso, er hat jetzt gerade erstmal eine Karte gezogen. Wegen Star Drawing. Jetzt kriegt er das Chamäleon auf die Hand. Ne, er holt sich Kage Tokage sogar so nur. Okay. Ja, ich hau einfach mal seine verdeckte Karte weg. Warum denn nicht? Reißende Attribute. Ah, die hätte mich nicht mal gestört. Ah. Ja, okay. Setzen wir dich. Eine total krasse Karte, wie ich finde. Eine der besten Karten, die jetzt neu dazugekommen ist. Als ich angefangen habe, als die zuerst rauskamen, gab es die nämlich noch nicht. Den Level 5er gab es da auch nicht. Aber das ist definitiv eine der besten Karten, die man da haben kann. Leider habe ich schon ein Monster auf dem Feld, deswegen hat es mir nichts gebracht. Du musst zwei Yangtze-Monster von deiner Hand dann ablegen, dann kannst du zwei aus deinem Deck beschwören. Das ist krass. Das ist echt krass. Okay, er holt sich sehr viele Plusse hier. Kann sich jetzt noch eine Fallgrube auf die Hand holen. Mich weniger stört, denn durch Wasser kann ich meine Synchromonster von Fallengruben bzw. von Fallen unaffektiert lassen. Was ist das bitte für ein Ausspruch? So, die Frage ist halt, was er jetzt noch macht. Also ganz ruhig meinen Monster zerstören, das finde ich gut. Dann kriege ich nämlich durch Supply Unit was. Warum auch immer da Supply Squad steht. Auf jeden Fall kriege ich davon eine Karte. Dann kriege ich hiervon jeweils noch eine Karte, die ich speziell beschwören kann. Also mach nur. Hab ich echt nichts dagegen. Zumal kriege ich auch ein ziemlich starkes Monster. Ich kann nämlich den Drachen mit 2000 noch was Punkten beschwören. Da verliere ich weniger Lebenspunkte. Was lustig wäre, wenn er erst ihn hier angreifen würde und dann ihn. Keine Ahnung.
beschwöre am besten Shuren, den Lichtempfänger. Den kann ich nämlich ganz gut gebrauchen dann. Ich weiß halt, was er jetzt so noch macht. Abyss-Dweller. Okay, das ist natürlich eine schlechte Karte für mich. Aber immerhin kann ich dann ein Monster übrig lassen. Also ein Monster ist weg. So, eine Karte gezogen. Und der bleibt auf dem Feld. So, und da unten sieht man gerade meinen Skype. Das ist super optimal. Egal. Zeigt nur an, dass Leute online sind. Ja. Jetzt aktiviere ich seinen Effekt. Lege zwei Karten ab. 4, 8, ja. Passt perfekt. Ich hole mir nämlich den Wasser. Und den... Obwohl, er hat ja dann noch die Fallgrube. Ja, das stört nicht. Das finde ich gut. Das heißt, ich hole mir... Wie gesagt, den Wasser. Und... Vielleicht mit 0 Verteidigung. Der wird im Angriff beschworen. Wenn ich ihn beschwöre, dann haut er den mir gleich wieder weg. Das ist der Nachteil. Ich kann es ja aber trotzdem versuchen. Heißt, die Bottomless Trap holt zumindest weg. Ja. Aber ich krieg die Supply Unit. Nee, das kann ich nicht aktivieren jetzt gerade. Kann man das verdeckt setzen und dann erstmal nochmal abwarten. So, damit kann ich mich auch ein bisschen stärker machen. Also solange er das Ding jetzt nicht irgendwie anders wegkriegt, kommt er an dem Ding wahrscheinlich nicht vorbei. Achso, ja stimmt, wenn das Spezial schon kann er eine Karte von mir vernichten. Das ist schlecht. Frage ist, jetzt hat er nochmal einen Abyss-Dweller. Was ist das, bitteschön? Ein Explosive, wähle ein Monster, wende es in die verdeckte Verteidigungsposition. Was? Achso, oder zurück ins Deck. Okay, dann war's das für mich. Da hat mich mit der Abyss-Dweller ganz schön genatzt. Egal, so passiert halt mal. Da hat er einen guten Konter gegen mich. Wobei ich auch zugeben musste, dass ich nicht das Beste hatte. Und ich konnte tatsächlich nicht viel machen. Was ich schade finde. Ich kam leider nicht zum Synchronisieren. Oh Gott, warum kriege ich denn jetzt solche schlechten Hände? Vorhin hatte ich so eine recht gute eigentlich. Obwohl ich erst kein Monster hatte. Im Nachhinein war es aber ziemlich gut. Was ist das denn jetzt bitte? TG Striker, okay. TG-Karten. Synchro-basiertes Deck anscheinend. Mal schauen. So, ich hau erstmal gleich seine verdeckte Karte weg. Denn ich kann jetzt schon einigen Unfug treiben. Ich kann mich gleich ihn hier nochmal beschwören. Und seinen Effekt aktivieren. Dadurch hole ich mir nämlich jetzt... Ja, klasse. Ne? So viel zu dem. Ah, so viel zu Yu-Gi-Oh! Pro Unranked Random Leute. So. Wer beginnt? Ja, alles klar. Ist wahrscheinlich auch gut bei der Hand, oh Gott. Jetroid? Shuttleroid? Was zur Hölle? Okay.
habe halt leider kein Monster. Das heißt, der Shuttle Royale hilft nicht wirklich gerade gegen mich. Oder, ja, sein Effekt bringt halt nichts. Aber er kann mich einfach so angreifen, dann verliere ich auch 1000. Ja. Klasse. Ich hätte gerne ein Monster. Ich hätte immer noch gerne ein Monster. Vor allem das Deck hat 44 Karten. Und ich glaube 26, 28, irgendwie sowas in die Richtung sind Monster. Und ich habe 7 Zauberkarten in meiner Hand. Na okay, 6 Zauberkarten, eine Falle. Ah ja. Das sieht doch schon besser aus. Wollen wir nochmal sehen, was wir jetzt machen können. Also allein schon dadurch jetzt so viele Punkte verloren. 2000 Punkte nur wegen diesem blöden Jetroid. So, er greift mich an. Das finde ich wunderbar. Und jetzt könnt ihr sehen, was dieses Deck so krass macht. Falls er jetzt nicht sofort wieder weggeht. So, Supply Unit. Kriege ich 2 Karten. Charon's Effekt aktiviert sich. Die Falle aktiviert sich. Das heißt, ich beschwöre jetzt erstmal den da im Angriffsposition. Und beschwöre dann noch das Ding in Verteidigungsposition. Darf noch 2 Karten ziehen. Na wunderbar. Scheint doch fair zu sein, oder? Ich sehe da kein Problem. Nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte jetzt noch synchronisieren können. Aber in diesem Fall wollte ich das nicht. So. 4, 11. Ich könnte einen Level 9er machen. Ich glaube, das mache ich auch. Mal beschwöre dich. Schau mal, was er machen möchte. Royal Decree. Stört mich mal überhaupt nicht. Ich spezial beschwöre meine Nebelraupe. Wenn ich seine 3 Monster zurück ins Deck, zurück auf die Hand schickt. Dann kann ich noch den Cosmic Trail aktivieren. Hole mir dich, dich und dich wieder. Nochmal 2 neue Karten. Wunderbar. Setze dich verdeckt, damit ich einfach noch ein bisschen mehr Platz habe. Und greife direkt an. Er kann jetzt die Kontrolle nicht wechseln über die Nebelraupe und sie ist durch Fallen immun. Da er Royal Decree hat, ist das recht egal. Schade eigentlich. Dann wäre es doch besser gewesen, ihn zu beschwören, dann hätte ich den Vaxia-Drachen beschwören können. Der wäre dann noch etwas sinnvoller gewesen. Ja, da setze ich einfach mal ihn. Ne, setze ich ihn verdeckt. Und greif an. Schau mal, was das ist. Das ist ein Marshmallow. Habe ich mir schon fast gedacht. So, okay. Jetzt haben wir auch das verdeckt. Und beenden erstmal das Spielzug. Sein Marshmallow wird auch nicht lange auf dem Feld sein. Aha. Okay, ein Burn Deck. Interessant. Nee, das stört mich jetzt gerade nicht. Jetzt kann ich das Ding kaputt machen. Ich verliere zwar jetzt 1000 Punkte, das geht aber. Dann jetzt mal einfach das schwarze Loch. Noch 2 Karten durch die Supply Unit. Krieg eh keine Karte wegen dem Ding. Kann jetzt aber dich beschwören.
deinen Effekt aktivieren. Die zwei ablegen. Dann beschwöre ich mit 0 Angriff. Dich in Verteidigung. Dich im Angriff. Das. Ja, Spezialbeschwörung einfach mal Baxia. Mich doch sein Effekt. Schick ihn die beiden Karten zurück ins Deck. An. Könnte eigentlich Soul Charge aktivieren. Ne, kann ich nicht, weil ich jetzt schon angegriffen habe. Und wende deswegen auch mein Spielzug. So, Baxia hat jetzt durch das Ding 500 gekriegt. Nochmal 500 extra wegen der Cosmic Leyline. Er beschwört seinen Marshmallow in den Angriff. Okay. Ich sehe jetzt weniger den Grund. Fallen können mir eh egal sein. Beschwöre einfach ihn. Wieder seinen Effekt. Zerstöre ihn. Und beschwöre. Dich aus dem Friedhof. Ich hätte jetzt meine Zauberkarte noch stattdessen auffangen können. Kriege da nochmal zwei Effekte. Da nochmal Effekte. So, dich beschwöre ich. Dann kriege ich dich in Verteidigung. Dann kann ich auch dich in Verteidigung in Angriff beschwören. Zieh noch zwei Karten. So, zu was habe ich denn jetzt noch alles Zugang? Level 1, Level 5, Level 7. Euch zwei zu Level 7 eigentlich macht am meisten Sinn. Dich und dich. Deinen Effekt noch aktivieren. Kann den wieder opfern, um deine verdeckte Karte zu vernichten. Kann den auch im Angriff beschwören. Könnt jetzt noch mehr beschwören. Ja, greif aber einfach an. Ja, und das ist halt, was dieses Deck kann. Es kriegt so viele Plus, wenn du einmal dazu kommst. Fakt ist auch noch, man kann das alles auch noch in der gegnerischen Phase machen. Ich hatte ein sehr interessantes Match gegen die Satellar Knights mal. Und da habe ich, glaube ich, dreimal in seinem Zug dann Baxia beschwören und wieder seine drei Monster, die er beschworen hat, wieder zurück ins Deck gemischt. Dann hat er es irgendwie wieder geschafft, den wegzukriegen und dann habe ich auch wieder beschworen und immer so weiter. Und ja, das sind die Yangxing-Monster. Und ich finde das halt inzwischen krass, wie sich Yu-Gi-Oh! Entwickelt hat, dass man halt wirklich Karten hat, die aufeinander so krass aufbauen, dass man eigentlich ein Monster beschwört und durch diese eine Beschwörung auf einmal drei, vier Viecher auf dem Feld hat und die dann halt zu XYZ beschwören und was weiß ich kann und einfach so viel Advantage kriegt, also einfach so viel Vorteil hat, dass man einfach nicht mehr hinterherkommt. Man sieht ja, was ich hier kriege. Ich hätte jetzt noch synchronisieren können, ich hätte hier jetzt noch Level 8 machen können. Und was weiß ich. Ja. Und jetzt ist komplett DevPro weg oder was? Disconnected vom Server. Okay. So, jetzt gehe ich nochmal kurz aufs Deck Edit. Schauen wir uns nochmal kurz hier an. Ja, wie gesagt, das sind halt so. Ich kann immer wieder Monster beschwören. Allein dadurch, dass die vernichtet werden. Ich könnte sogar hier die wahrscheinlich nochmal raustun, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen besser. Weil so oft brauche ich die eigentlich nicht. Ich könnte auch so noch ein paar andere Karten raustun. Ich könnte vielleicht, was weiß ich noch, was raustun. Wie gesagt, ich habe das Deck jetzt eigentlich auch nur mal so gemacht und habe halt die ganzen Karten benutzt. Ja, alleine diese Karte. Eins deiner Monster wird vernichtet. Und statt dass du eine Karte kriegst, kriegst du zwei. Hast Supply Units, ziehst noch eine Karte. Hast noch eine Supply Units, ziehst zwei Karten dafür.
Du kannst an der gegnerischen Phase alles aktivieren. Der Gegner beschwört irgendein geiles Monster. Hat nur eins aber auf dem Feld und sonst nichts. Okay, ich beschwöre, hab von mir aus den und den Dunkelheits auf dem Feld. Synchronisiere Stufe 7, hol ihn. Schick dein Monster zurück auf die Hand. Oder ins Extra-Deck, wenn es halt irgendein X-Y-Monster ist. Und sobald du wieder ein Level 5 oder höher beschwörst, geht es auch wieder zurück. Gegner hat schon viel Advantage. Hat sich Karten gerade gesetzt. Okay, ich beschwöre große Drachen und hau das ganze Feld weg. Hab vielleicht noch so ein Yangtze-Monster. Krieg halt also noch mehr Monster dazu. Und damit kann man auch wieder die ganzen Karten recyceln. Das ist einfach echt so viel. Das ja auch. Wenn ich da angreife oder er mich angreift, kann ich meinen Angriff verdoppeln. Er kriegt dadurch wahrscheinlich mehr Schaden. Das Monster wird am Ende vernichtet, okay. Aber dadurch, dass es vernichtet ist, aktiviert sich wieder die Falle, wieder Supply Unit, wieder das Monster-Effekt. Und du kriegst wieder mehr Monster. Dann hast du eben, wie gesagt, in gegnerischem Zug die Möglichkeit, Nebelraupe zu spielen, um Karten zurück auf die Hand zu schicken, wenn du halt gerade Stufe 9 hast. Baxia, wie gesagt, da benutzt du auch normalerweise mindestens 3, also zum Beispiel, wie gesagt, den Dunkelheit, den und dann noch den Wasser. Dann hat Baxia 2800 Punkte, kann durch Fallen nicht negiert werden. Und 3 seiner Karten werden halt erstmal zurück ins Deck gemischt. Und falls er nicht los wird, kannst du im nächsten Zug wieder ein Monster beschwören, das wieder mit seinem Effekt vernichten, noch ein anderes aus dem Friedhof wieder beschwören und kriegst dann durch das, was du abgelegt hast, wieder ein Monster, kannst die dann irgendwie wieder synchronisieren. Das immer wieder. Er hier hat so einen Schrottdrachen-Effekt, da kannst du eine deiner Karten vernichten, um die gegnerische Karte zu vernichten. Bei ihm kannst du halt ein Monster speziell beschwören noch extra, bei ihm kannst du nur eins vernichten. Aber auch wenn er zerstört wird und auf dem Friedhof, dann kannst du auch wieder ein Monster aus dem Deck in Verteidigung beschwören. Was man immerhin mit ihm hier nicht konnte. Also selbst wenn du ihn zerstörst, geht es immer weiter. Dadurch, dass du jetzt den Darkness of Yangtze hast, kann man auch noch sehr leicht Beelze machen. Das kommt ja auch noch dazu, du brauchst nur einen Level 1er und den Level 5er oder halt Level 4 und halt irgendwie Level 8 wieder. Schrottdrache braucht man eigentlich gar nicht mehr, weil es ihn gibt. Den kann man auch sowieso immer mal machen, aber ich habe ihn nie wirklich gebraucht, vielleicht sogar eher Sternstaubdrachen nutzen. Eigentlich ist das hier das Sinnvollste. Selbst Leo kann man benutzen. Und seinen Angriff erhöhen, weil er kann ja nur von Karten nicht anvisiert werden. Also kannst du ihn halt wirklich komplett immun mit ihm gegen Zauberkarten noch machen. Und wenn du dann halt ihn und ihn hast, hast du Level 3. Dann hast du von mir aus eben noch den Licht, den du irgendwie auch aus dem Friedhof beschwören kannst, wenn ein deiner Monster vernichtet wird. Dann hast du den Licht, dann bist du bei 4. Und hast ihn noch, bist du bei 9. Obwohl, warte. Bei Licht. Also du brauchst auf jeden Fall die beiden. So, dann hast du 5 und er ist, glaube ich, Level 10, ne? Muss ich mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, er ist 10, okay. Dann brauchst du also doch ein bisschen was anderes. Da brauchst du nicht den Licht, sondern möglichst ihn hier. Und zusammen mit ihm und den beiden. Und dann hast du einen Leo, der nicht durch Zauber- oder Fallenkarten vernichtet werden kann. Oder auch anvisiert werden kann von irgendwelchen anderen Monster-Effekten. Dann kann die Kontrolle nicht wechseln. Okay, das ist sowieso Schwachsinn. Und ja, hast den halt da stehen. Also bringt dann auch Schwarzes Loch oder was weiß ich da nichts mehr dagegen. Dann wie gesagt, Schwarzes Loch, Torrential Tribute, alles Karten. Du hast von mir schon 3 verdeckte Karten sitzen, weil der Start ein bisschen langsamer vor sich geht, weil der Gegner halt auch irgendein verdecktes Deck spielt oder was weiß ich. Und dann beschwört er doch mal ein gutes Monster, machst du Torrential, seine Monster sind alle weg und du kriegst nochmal 3 neue. Wenn du die Karte dann noch dazu hast, kriegst du halt stattdessen nochmal 1, dann kriegst du 4 neue. Supply Units ziehst du noch Karten dazu. Schwarzes Loch genauso. Und du musst ja nicht nur defensiv spielen, du kannst ja auch mal angreifen. Okay, du verlierst dann ein paar Lebenspunkte, wenn du jetzt mit 0 Monster angreifst. Aber wenn du dann halt stattdessen dafür noch 2 gute Karten kriegst, ist das meistens kein schlechter Tausch. Und okay, man sieht manchmal, wenn der Gegner halt Abyss-Dweller hat, ist das ein sehr guter Konter dagegen. Dagegen kann man halt aber auch natürlich vorgehen mit anderen Sachen. Und er kann es halt durchaus auch 2-mal machen. Das heißt, wenn er es in deinem Zug dann auch nochmal einsetzt, dann ist es schon mal weg. Und sobald er dann wieder ist, war es das. Er hatte jetzt halt im nächsten. Der hatte jetzt die Fähigkeit, dass er mein Monster wieder zurück ins Deck schicken konnte. Und dadurch konnte ich da nichts machen, aber mein Gott. Wenn ich da halt noch irgendwas anderes hätte. Es hat ja schlecht gestartet, so ein bisschen. Auf jeden Fall, so läuft dieses Deck. Dann, wie gesagt, diese. Ich kann ja mal gucken hier. Settler Knight. Der eine hat den Effekt, wenn der beschworen wird, kannst du einen Settler Knight vom Deck auf den Friedhof schicken. Das ist sogar der hier, direkt. Ja. Der hier hat den Effekt, wenn der, beschworen wird, und immer nur beschworen, also normal oder spezial, kannst du einen Sattelermonster in deinem Friedhof auswählen und das Spezial beschwören. Du kannst dann zwar keinen anderen Monster außer Teller Knight Monster
Keine anderen Monster außer Teller Knight Monster können angreifen, aber das ist egal, weil du eh nur Teller Knight Monster spielst. Okay, mit dem kannst du einfach was ziehen, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Skype ist jetzt auch gerade kurz. Ich bin eh gleich fertig. Und jeder hat einen anderen Effekt und du kannst halt einen nach dem anderen spielen. Du spielst halt erst den, dann schickst noch einen auf Friedhof, dann spielst du noch den anderen, dann kannst du immer wieder beschwören und immer wieder und immer wieder. Und du hast eigentlich, ja, du hast noch eine, womit du eine Karte aus dem Deck so auf die Hand nehmen kannst. Und damit kannst du die halt immer wieder recyceln und immer wieder eigentlich drei spielen. Und eigentlich hat es den Effekt, du spielst den einen, der hat den Effekt, dann kannst du einen anderen aus der Hand beschwören. Dann beschwörst du den, der aus dem Friedhof beschwört. Und der aus dem Friedhof beschwört, der hat dann den Effekt, dass du einen aus dem Deck auf die Hand nimmst. Und damit holst du dir halt wieder den, der das erste gestartet hat. Und dann machst du das immer wieder weiter, machst dann deine 3 Level 4 XYZ-Monster. Mal gucken, ob man die hier findet überhaupt. Ja, hier. Die Stellar Knight Trivial. Wenn der beschworen wird als XYZ-Samen, werden alle anderen Karten zurück auf die Hand geschickt. Und einmal pro Spielzug kannst du ein XYZ-Material ablegen, um eine zufällige Karte der gegnerischen Hand auf den Friedhof zu legen. Auch ein ziemlich krasser Effekt. Und wenn er zerstört wird, kannst du ein Teller Knight Monster auf unseren Friedhof wählen und wieder spezial beschwören. Dann noch mit Call of the Hound, du kannst immer noch mehr beschwören. Dann kannst du natürlich auch die Constellar benutzen. Das habe ich auch nur einen gesehen, der das bisher hatte. Der hier hat auch noch einen recht guten Effekt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Wenn du Normal oder spezial beschwören Monster, kann der Gegner keinen Effekt aktivieren. Das heißt, Torrential Tribute ist weg. Und du kannst eine Karte ablegen, dann kannst du eine Karte auf dem Feld wählen und zerstören. Und wenn sie vom Friedhof, kannst du auch wieder einen Teller Knight Monster vom Deck sogar beschwören, von der Hand oder dem Deck. Das heißt, dann kriegst du wieder neue Karten und kannst wieder beschwören. Und deswegen sind die auch ziemlich krass. Und mir gefällt es halt nicht, mir hat es schon damals nicht gefallen, auch die Dark Worlds. Es gibt Effekte, du musst Karten dafür ablegen oder sowas und du kriegst dafür mehr zurück, als du gegeben hast. Also du benutzt Dark World Dealing, du musst ja eine Karte ablegen, ziehst eine Karte dafür, dann kriegst du aber durch den Effekt von der Karte, die du ablegst, kannst du dir noch eine Karte aus der Hand suchen, dann aktivierst du das nächste, aktivierst du Gates, legst noch eine Karte ab, von mir aus dem Draffer, kannst du noch eine Karte vernichten, entfernst das andere, was du vorher durch Dark World Dealings abgelegt hast, so ein Feld, kannst dann noch eine Karte ziehen, nochmal extra, und nimmst weiter, dann setzt noch ein paar Karten verdeckt, machst hier dann das Dingens, ich weiß gerade mal, Drag Down to the Grave, da wo du die gegnerische Hand angucken kannst, eine Karte ablegen kannst, du hast nur noch eine von mir aus auf der Hand, die du eh willst, dass er ablegt. Kriegst dadurch wieder einen Effekt, kannst noch eine Karte ziehen. Und immer so weiter. Und du machst eigentlich an sich nichts wirklich dafür. Bei den Hasty Beasts zum Beispiel. Periton. Um seinen Effekt zu aktivieren, muss ich ihn erstmal normal beschwören. Das ist auch schon mal eine Sache. Und dann muss ich einen Feuermonster von meiner Hand ablegen und ihn opfern, um zwei Monster zu beschwören. Das heißt, ich gebe zwei Karten ab, um zwei Karten zu beschwören. Das geht ja noch. Aber die Teller Knights, wie gesagt, du beschwörst halt den einen, kriegst du noch einen aus dem Friedhof, durch den aus dem Friedhof kriegst du noch einen auf die Hand und kannst nochmal beschwören, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Bei dem Ding auch, ich muss es halt aktivieren, krieg dafür ein Monster so gesehen. Das Monster vernichtet sich da am Ende, okay, das ist aber der Negativeffekt geht dann weg, weil Garonix einfach wiederkommt. Und ja, du kriegst einfach Sachen für... Du bekommst halt einfach immer mehr Sachen, das gefällt mir halt nicht. Rekindling ist auch wieder so eine Karte. Ich benutze halt, weil sie einfach das Deck viel, viel besser macht, aber dass er halt jetzt auf 1 gesetzt wurde, ist so wichtig gewesen, weil sie einfach total sinnlos ist, weil du aktivierst sie einfach und kriegst 5, im Optimalfall 5 Monster auf deinem Feld für nichts. Bei Soul Charge verstehe ich wenigstens noch, dass du 1000 Lebenspunkte zahlen musst für jedes Monster und halt auch nicht angreifen kannst die Runde. Aber du kannst mit Soul Charge so viel machen. Alleine in, auch hier in dem Deck könnte man es rein theoretisch benutzen, dass wenn du halt schon ein paar der Hasty Beasts hast, dann aktivierst du halt Soul Charge, holst dir noch eins, weil oftmals hängt es an einem und dann hast du das Ding mit 5 Dingern. Bei Yangtze Monster, wie gesagt, Soul Charge, du holst halt einfach eins wieder. Und wenn das halt nicht anders zerstören kann, also durch Kampf, kriegst du halt wieder ewig viele Plusse. Und kannst dadurch länger ziehen. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt mehr geredet, als ich wollte. Aber das ist der Grund, warum ich nicht mehr so gerne Yu-Gi-Oh! Videos mache. Einmal eben wegen den Gegnern. Und zweimal wegen den Decks. Weil ich mag halt echt Yu-Gi-Oh! So in der Art, wie es jetzt momentan läuft, nicht mehr so wirklich. Ich spiele es immer noch ab und an. Vor allem hier eben mit dem Deck, weil das Deck hier macht irgendwie noch ein bisschen Spaß. Weil man halt wirklich die Variationen drin hat. Die Cliffords, die sind halt wirklich, ja, ich beschwöre halt Killer und dann war's das. Und
Ja, das gefällt mir halt wirklich nicht mehr so. Deswegen möchte ich zumindest keine Videos mehr machen und ich spiele es lieber so, wie es halt ist. Weil, und auch lieber mit Leuten, die ich kenne, weil dann hat man das Problem nicht, dass Leute einfach aus den Duellen rausgeht, vor allem wenn man es unranked oder sowas spielt. Deswegen, wenn ich spiele, spiele ich auch einfach nur ranked in Dueling Network, aber da habe ich jetzt irgendwie einen Rang 200 noch was, weil wie gesagt, so oft spiele ich halt nicht. Okay, also das waren meine Gedanken zu Yu-Gi-Oh!, wie es im Moment ist. Ich möchte es nicht komplett schlecht reden, es macht mir persönlich einfach nur nicht mehr so viel Spaß, weil es immer mehr Decks dazu kommen, Karten zu kriegen, immer mehr und für nichts teilweise. Wie gesagt, eins meiner Monster wird beschworen, dafür kann zerstört. Und dafür, dass es zerstört wird, kann ich zwei zusätzlich beschwören und vielleicht noch ein, zwei Karten dazu ziehen. Und in der gegnerischen im gegnerischen Kampf dann auch noch synchronisieren. Und diese Synchro-Monster haben dann auch noch Effekte. Zusatzeffekte halt, also nicht durch Fallen, nicht durch Kampf, nicht durch Fallen, nicht durch Zauber, nochmal extra Angriff, nicht die Kontrolle wechseln. Ja. Es gibt noch ein paar andere, die das unterstützen, Unmasked Dragon oder sowas. Ja, die sind nicht wirklich sinnvoll im Deck. Aber auf jeden Fall, das sind meine Gedanken jetzt im Yu-Gi-Oh! Und der Grund, warum ich hierzu wahrscheinlich nichts machen werde. Ich werde mal sehen, ob ich in nächster Zeit wieder ein bisschen Pokémon mache. Ich habe auf jeden Fall zwei Replays, die ich dann nochmal machen werde. Vielleicht sogar bevor dieses Video hier hochkommt, keine Ahnung. Mal sehen. Also, bis dann.